Froschkenntnis bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie ihr seht. Ich bin hier gerade am Umbau. Elektrik und so wird gemacht. Neue Lichter sind hier eingebaut. Wir sind noch mitten dabei. Ein paar Sachen werden hier umgestellt und so weiter. Ich suche ja nebenbei einen Motor für meinen Kompakt, weil ich den so oder so irgendwann auf B30 umbauen werde. Das ist ganz klar. Ich möchte, dass er einen 3 Liter hat und dass wir halt ein bisschen mehr Leistung fahren mit dem Kompressor. Ist ja kein Geheimnis. Tut man ja so, ich sag mal, von den Videos erahnt, dass ich hoffe, dass ich irgendwann Motorschaden habe und mir den B30 hole. Auf jeden Fall, ich bin mitten im Umbau. Ein Kollege wollte noch extra kommen, nochmal hier Elektrik anschließen und so. Wir machen das jetzt ganz schnell und danach gehen wir trainieren und dann ist der Tag vorbei. Wir haben 22 Uhr. Normalerweise wären wir schon fertig, wären wir schon zu Hause, wären wir schon am Schlafen. Wir schlafen natürlich nicht, aber wir wären schon zu Hause. Nebenbei gucke ich Motoren und heute Morgen hat mir eBay Kleinanzeigen ein Motor vorgeschlagen. Folgendes. 3 Liter, vor 20.000 wurde alles gemacht. Von der Kette, Kopfdichtung, Lagerschalen, Kolbenringe sogar. Alles wurde neu gemacht, abgedichtet, Top-Zustand. Top-Zustand stand da nicht, aber alles gut stand da. Ist so geil. Preis 950 Euro, ist so geil. Schreibt den an. Ich so, hör mal, ist EWS dabei? Braucht man für Motorumbau, damit ihr den Schlüssel erkennt. Ist der Steuergerät dabei und Schlüssel. Also alles dabei. Ich so, ey geil, 950 Euro, kann man nichts falsch machen. Komplette YouTube-Einnahmen drauf, gib ihm, zur Seite tun, den Motor ein bisschen fertig machen und irgendwann schön den Kompakt auf 3 Liter umbauen. Kollege ist gekommen, ich so zu ihm, hör auf, wir brauchen heute jetzt hier nichts mehr machen. Lass uns doch kurz dahin fahren. Ist ja nur 50 Kilometer. Aber sollen wir nicht die Elektrik machen erstmal? Ich so, komm, ist ja nicht schlimm. Das Ding wird dir sowieso mit Liebe bezahlt. Von daher habe ich gesagt, komm, lass uns da hin. Wir sind da hingegangen, voll happy. Ich erkläre noch alles. Kennt ihr das, wenn ihr ihn einen überzeugen wollt und sagt, liebe Grüße Mauer. Ich sag mal, er kennt sich mit Autos aus, aber von Motoren so nicht. Und ich erkläre ihm alles. Und dann erkläre ich ihm, was ich alles damit vorhabe und so weiter. Und er versteht gar nichts. Wir holen uns Kaffee, fahren dahin. Ich voll glücklich, alles gefunden für 950 Euro. Ey, wenn das in Ordnung ist, ich brauche nicht mal Handel. Also Anzahlung gehen und dann komme ich irgendwann dahin und dann bauen wir das Ganze um. So war mein Gedanke. Wir sind hingekommen, ich habe mir den Wagen natürlich angeschaut. 330 Limousine gewesen, E46. Ist ja auch egal, wie der Wagen von außen aussieht. Ich bin wegen dem Motor gekommen. Der Typ, volles Rohr, unsympathisch. Sagt er, seid ihr mit dem Motor gekommen? Nein. Ich bin zufällig vom Witten hier hingelaufen. Natürlich sind wir deswegen gekommen. Siehst du hier weit und breit noch einen hier? Er, voll freundlich, wie er so ist, hat er den Motorraum geöffnet und der erste Anblick. Eine Gasanlage. Ich sag euch, nehmt einen Laien, der noch nie in seinem Leben geschraubt hat, zwei linke Hände hat, gib ihm einen Plan von IKEA, Schrank, der baut dir so eine Gasanlage. So sah es aus. Diese Gasanlage hat auf jeden Fall kein Fachbetrieb eingebaut. Und ich sag euch sogar, nicht mal ein Fuscher würde so schlecht eine Gasanlage einbauen. Egal, habe ich gesagt, Gasanlage juckt mich nicht, kommt eh raus. Da stand aber nichts mit Gasanlage drin. Von der Taschenlampe, vom Handy, habe ich schon Weiten gesehen, das Kabel überall rumfliegen. Der wurde schon mal auseinandergebaut. Sieht man. Aber nicht von einem Fachmann. Ich so zu ihm, starte doch mal die Kiste. Bevor er startet, hat er zu mir gesagt, ja, aber ich habe das doch in den eBay-Kleinanzeigen hingeschrieben, dass der Wagen nicht gut läuft. Ich so, wo hast du das hingeschrieben? Ich so, hier. Da steht nichts. Du hast nur hingeschrieben, 231 PS, 330, E46 gibt es für E60 und was weiß ich was noch. Und vor 20.000, der Wagen wurde überholt. Das war's. Und ein Foto vom Auto. Und natürlich nicht vom Motor. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, er macht es an und dann gibt es einen Rassel. Dann gab es diesen kurzen Augenblick, wo ich gedacht habe, Junge, wem willst du mich verarschen? Für 950 Euro so ein Motor, vielleicht kann man da noch was machen. Okay, hör, wie die Nockenwelle safe verschließt. Achso, ja, Luftmassenmesser war auch nicht dran. Ich gucke mit der Taschenlampe rein, sehe, warum ölt der so? Er so, der ölt doch nicht. Ich so, guck mal, das siehst du doch. Er dann auf jeden Fall wieder sehr freundlich, der war ja ganz halt freundlich. Wenn du handeln willst, dann kannst du wieder gehen. Ich gucke mir den Motor an. Weißt du, dann habe ich gedacht, ey, wie unsympathisch kann einer sein, wie verlogen kann einer sein und wie dreist kann einer sein, das gibt's doch nicht, habe ich so innerlich gedacht. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich so, können wir eine Probefahrt machen.
Wagen ist ja angemeldet. Also, du darfst keine Probefahrt machen, sie ist über mich angemeldet. Ich so, okay, egal, dann fahr du. Ich sitze daneben, ich guck, ob er gut zieht und so. Denk immer noch dran, dass ich das kaufen kann, weil, ja, ich meine, irgendwo eine Werkstatt besorgen, ein paar Werkzeuge besorgen, vielleicht kann ich es ja reparieren. Also wieder. Wenn du handeln willst, brauchst du gar nicht hierbleiben, kannst du wieder gehen. Ja, oh mein Gott, Alter. Kollege, okay, guck mir nochmal den Motorraum genauer an, weil ich ja gesehen habe, der Typ lässt sich ja nicht mit sich reden. Die ganzen Kabel sind alle isoliert. Kennt ihr das, wenn einer das ist einfach so isoliert, der aber von dem Fett gar nicht mehr hält und so auseinander geht und alles an den Lüfter dranhaut? Das siehst du, das siehst du. Ist so, Kollege, guck mal hier runter. Die berühren doch alle da. Warum hast du den Stecker nicht nach hinten gemacht so? Also hinten verlegt. Also ich weiß ja nicht, wie oft du einen Motor auseinandergebaut hast, aber anscheinend hast du das noch nie gemacht. Das ist so. Das ist so, dass die Kabel einfach da berühren. Ist das dein fucking Ernst? Ich so, ja klar, ich bin auch Bäcker, habe ich gesagt. Okay, Mann, was willst du mit so einem Typen noch diskutieren? Ist okay, aber ich finde das nur echt scheiße, habe ich gesagt. Ich habe mich ganzen Tag gefreut, dass ich einen Motor gefunden habe und dahin gehen und das Ding kaufen und mein Auto umbaue. Komme ich dahin und du zeigst mir, was gar nicht in der Beschreibung steht. Also das ist doch nicht dein fucking Ernst, so, weißt du. Das ist doch richtig asozial. Und deswegen diese eBay-Kleinanzeigen, bitte, bitte, tut euch den Gefallen, beschreibt es. Wenn du nur ein Foto von deinem Motor gemacht hättest, Bruder, ehrlich, ist nicht böse gemeint, hättest du nicht mal 150 Euro dafür gekriegt. Wer baut so eine Gasanlage ein? Ich kenne YouTuber, die das noch nie gemacht haben und besser einbauen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, habt ihr auch mal sowas erlebt, dass ihr irgendwo hingefahren seid mit so einer Vorfreude und gesagt haben, boah, geil, ich mache ein Schnäppchen und danach gehst du dahin und erlebst dein blaues Wunder. Also ich finde es echt traurig, weil hätte mir von Anfang an gesagt, das, hätte ich von Anfang an gesagt, ey, nicht die 950, ich gebe dir 700 Euro, aber nimm den Motor so und ist kein Problem, ich baue es aus. Du brauchst da nichts, du kannst da dich hinsetzen, nach einer halben Stunde bin ich wieder weg mit einem ausgebauten Motor. Als würde ich da irgendwie nötig haben, deine 50 Euro darunter zu handeln. Kollege, sei froh, dass ich mir das überhaupt noch ein paar Minuten angeschaut habe. Nur, ich finde es nur dreist, dass Menschen sowas tun. Ehrlich, das macht man einfach nicht. Bleib ehrlich. Sag denn, ey, guck mal, aber das und das ist kaputt. Oder das und das muss gemacht werden. Dann sagt er, okay, oder nicht. Fertig. Ich wollte das einfach mit euch teilen, weil ich das Ganze so, sonst kann ich das nicht verarbeiten hier. Ehrlich, ich bin so gerade aufgebracht. Egal, was willst du machen? Ehrlich, so sah die Gasanlage aus. Einfach nur Hammer. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch sowas erlebt habt. Oder was denkt ihr über diese ganze Geschichte? Ja, ich werde jetzt hier ein paar Tage umbauen. Ich könnte mal sagen, hier Licht ist geil geworden hier, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutti. Bis dann. Haut rein. Ciao.